Okay. Gibt es hier denn noch irgendwas Interessantes? Liegt hier noch was rum? Verdammt, wie funktioniert das denn jetzt noch? Irgendwie Steuerung gedrückt halten und dann, um den Typen zu schnappen? Verdammter Mist. Kann doch nicht sein, dass ich das schon wieder vergessen habe. Habe ich vor 5 Minuten erst gelernt. Die Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Okay, den Typen da, den würde ich ja ganz gerne irgendwie lautlos ausschalten. Aber der guckt da die ganze Zeit aus dem blöden Fenster raus. Aha. Hat wohl nichts gecheckt jetzt gerade. Was war? Was? Attentäter! Hilfe! Ach, wieso? Wow! Du bist hier drin. Deswegen hast du mich gehört. Noch mehr? Wo seid ihr? Verdammt! Ich wollte den. Ach, Menno. Kugeln. Das ist sehr gut. Gesundheitselixier nochmal. Ach, bisher bin ich echt ein böser Typ. Also ich kill ja wirklich jeden, der mir über den Weg läuft. Dabei wollte ich eigentlich, ohne die alle zu töten, hier durchkommen. So, wieder volle Energie. Noch mehr Kugeln. Okay, damit ist die Tür da auf. Oh oh. Oh oh. Meinst du, du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Sowas muss ich mir von dir nicht anhören. Wie ging das jetzt? Oh oh. Geh weg, Typ. Geh weg. Dreh dich um, da oben. Ja. So, geht doch. Ja, schlaf schön. Kann ich den jetzt auch ausrauben? Oder wahrscheinlich liegt das Zeug irgendwo anders. So. Nummer 1 schon mal leise ausgeschaltet. Hole ich mir auch. So. Du kommst auch schön hier in die Ecke und kannst eine Runde pennen. Gute Nacht. Haben wir denn hier jetzt irgendwo die Sachen, die der. Hat der nichts verloren? Hat der denn gar nichts dabei? Hier haben wir wieder einen Hebel, okay. Schalter. So. Geht die Tür wieder zu. Das ist nicht schlecht. Damit bin ich die jetzt erstmal los. Und hier muss ich dann wohl den Sprengsatz anbringen. Ein bisschen auf Seite gehen, wa? Das dürfte wohl etwas Aufmerksamkeit auf mich gelenkt haben. Oh oh. Oh oh. Sind das da unten meine Freunde jetzt oder Feinde? Ne, es sind anscheinend Feinde. Oh, was kann man denn mit der mittleren Maustaste? Aha. Ah, okay. Wir wissen, stopp den, er wird springen. Springen? Ganz gute Idee. Zum Wasser kommen. Überall nachsehen. Ja. So, und jetzt? Wo muss ich jetzt rausschwimmen?
Kann ich einfach hier unten durchtauchen? Irgendwie so wahnsinnig viel Luft habe ich ja nicht. Hier muss ich lang. Haha, die checken's nicht. Wie geil. Okay. Durch die Kanalisation, ja. Da sollte ich durch. Fliehen die Kanalisation. Ja, da bin ich gerade bei. Also bis jetzt gefällt es mir eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Ziemlich geiles Game. Ja, das war die erste Mission. Echt schön. Ja, würde ich sagen, machen wir doch auch mal weiter, oder? Auf der Flucht. Versteckte Verbündete haben dir die Flucht aus dem Gefängnis in Coldridge ermöglicht. Ja, sehr nett von denen. Wenn du den Fluss Renhaven, was das wohl auch immer für ein Fluss sein mag, erreichen kannst, wollen sie dir bei der nächsten Aufgabe helfen. Ja, dann werde ich nochmal versuchen, da hinzukommen, wa? Und auf geht's zum Fluss. Spielen. Wer braucht schon Schlaf? The Outsider walks among us. Ja. Vielleicht bin ich ja der Outsider, wer weiß. Okay, die Musik verheißt nichts Gutes. Aber wir sind doch hier in der Kanalisation. Hier dürften doch eigentlich keine kaiserlichen, komischen kaiserlichen Truppen unterwegs sein, oder? Brauchen wir auch nicht zu schleichen. Oh, oder doch? Halt's Maul! Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut. Mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Es ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Ruhe. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sah ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Ich hoffe, dass ich ihn finde. Das hoffe ich auch. Okay. Ja, ich bin im Schleichmodus. Haha. Boah, krass, was geht denn ab? Die Ratten sind ja mal richtig assi. Oh. Junge, ist denn schon Thanksgiving oder was? Kann doch nicht sein. Da bleibt ja gar nichts übrig. Nicht mal Knochen. Tja, Ratten mögen wohl auch Knochen. Alter Schwede. Die gehen ja echt mal zur Sache. Man sollte sich also wohl besser nicht mit einer Horde Ratten anlegen. Versteckte Ausrüstung. Okay, runter. Oh. Ich glaube, ich werde eigentlich permanent schleichen in diesem Spiel. Scheint irgendwie Sinn zu machen. Ratten und so? Hoffentlich kommen die nicht zu mir. Die fressen erstmal da hinten die Leiche. Keine Lust drauf. Geht weg, ihr Scheißratten. Irgendwie mag ich die nicht. Ich tauche mal hier unten durch. Da kriegen mich die Drecksratten jedenfalls nicht. Also, sollten sie zumindest nicht. Solange sie mich nicht sehen, greifen sie mich auch nicht an. Okay. Nein, hoch da. Kommst du nicht hoch? Jedenfalls nicht. Da hinten liegt was. Das will ich haben. Gehen wir doch einfach nochmal rüber hier. Oh, was ist denn hier? Teetasse. Ne, die brauche ich nicht wirklich. Damiens Tagebuch.
Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchen, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht und wir können nichts mehr tun, als zu warten. Wir sind sehr krank und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir vor der Stadtwache sicher wären. Sie brechen in Häuser überall in unserem Bezirk ein, um sie zu durchsuchen. Also werden wir hier bleiben und unsere letzten Stunden miteinander verbringen. Unser Feuer wird die Ratten fernhalten, aber sie werden am Ende die Stadt erben. Damien. Okay, ja. Scheint sehr nett zu sein. Die Wachen sind wohl auch super nett. Das Elixier wohl überteuert und was weiß ich. Sie lassen halt alle Leute krepieren, so wie sich das in so einer schönen Anarchie oder was sich hier mittlerweile entwickelt, gehört. Nee, nicht Anarchie, Diktatur eher oder so. Jedenfalls, ja, war wohl mal eine, mehr oder weniger eine Monarchie mit der Kaiserin hier. Vielleicht sogar eine Demokratie, aber das haben wir jetzt definitiv nicht mehr, ne? Okay, komm mal da weg, Typ. Geh runter. Können wir das, ja, können wir kurbeln. Bleibt die Tür dann offen, das Tor? Ja, es bleibt offen. Das ist schon mal gut. Okay. Hey, ich wollte rüberspringen. Was gibt's denn hier? Was zu essen? Aber ich brauche gerade gar nichts zu essen. Na gut, gehen wir weiter. Wie weit ist diese blöde Ausrüstung noch weg? 76 Meter? Die ist immer weiter, oder? Meine ich das nur? War ich nicht eben schon mal näher dran? Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Voll nett. Okay, also, ich muss da hinten hin, aber da sind diese Drecksratten. Das heißt, irgendwie muss ich wahrscheinlich die Ratten ablenken, indem ich eine Leiche da runterschmeiße oder so. Denke ich mir jetzt einfach mal. Um dann selber nicht von denen gefressen zu werden. Wenn ich die jetzt da hinten rüberwerfe. Ja, und jetzt schnell hinrennen zum Rad. Und drehen, 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 drehen. Und weiter. Und. Wow. Okay. Ich denke mal, das war der richtige Weg. So. Achtung, Bürger von Danbo. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin genau. Und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ja. Ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Soldaten starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Was nochmal? Klettere Ketten hinauf, indem du auf sie drauf springst oder F drückst, wenn du daneben stehst. Ach, da ist eine Kette. Okay, ich hab verstanden. Rattenspieß. Hm, lecker. Beutel. Waren Münzen drin. Münzen sind immer gut. Okay, also drauf springen wir. Gut. Klettern wir doch mal hoch. Hier. Nee, verfaulte Früchte möchte ich nicht essen. Kupferdraht, den kann man vielleicht nochmal gebrauchen. Wofür auch immer. Vielleicht irgendwie eine Stolperdraht, so eine Stolperfalle bauen oder so. Da haben wir noch mehr davon. Okay. Hey, die Münzen will ich auch haben. Nimm die Münzen. Oh, ja, dann stehe ich halt auf. So. Was ist denn das da oben? Wow! Wo
wohl irgendeine Art Selbstschussanlage, wa? Junge, asozial sowas. Projektilwerfer. Aha. Brandbolzen. Junge, was ein asoziales Teil. Ist da denn wieder eine Leiche? Hier sind nur Leichen überall. Was gibt's denn hier so? Wieder ein Beutel. 25 Münzen. Ach nee, was ist das schön. Okay. Hier gibt's wohl nichts mehr. Gehen wir wieder rüber. Aber wir müssen ja wohl da hoch, ne? Müssen wir wieder zurück, so wie es aussieht.